Ja Leute, was geht? Freunde, ihr alle kennt ja wohl den Anzeigen-Hauptmeister und ja, der ist über die letzten Wochen ja übertriebenst viral gegangen und es zeigt auch auf, Leute, ja, was es für Leute gibt, die keine Hobbys haben, würde ich einfach mal sagen. Wir werden aber auf dem Kanal von Wissenswert nicht nur den Anzeigen-Hauptmeister anschauen, sondern die größten Spießer in Deutschland, darunter noch andere Leute und da bin ich sehr gespannt. Wer glaubt ihr wird noch in dieser Liste auftauchen? Schreibt jetzt vorher in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir schauen natürlich bei dem Kanal von Wissenswert an, die extremsten Spießer Deutschlands. Let's go Leute mit dem Video, auf jeden Fall, let's go. Ist das Land der Allmanns? Denn hierzulande gibt es leider immer noch Land der Allmanns, das ist schon massenweise Pedanten und Spießer, die es als ihre Lebensaufgabe betrachten, das Verhalten ihrer Mitmenschen in ihrer Freizeit aufs Genaueste zu überwachen und jeden kleinen Fehltritt bei einer höheren Instanz anzuschwärzen. In diesem Video wollen wir euch daher einige das waren keine 50 km/h, das waren 51,9, das war ja. Hier ist es außerhalb der Toleranzgrenze? Nein? Okay, egal. Zeigen wir trotzdem an. Besonders krasse Spießer aus Deutschland vorstellen, deren penibles Verhalten selbst für Hausmeister Krause komplett übertrieben wäre. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wer war nochmal Hausmeister Krause? Ist das irgendwie so Knigge oder so? Ich hab den Namen ewig nicht mehr gehört. Starten unser Video mit einem Mann, der ein höchst ungewöhnliches Hobby hat. Mein Begehungsprotokoll. Ein selbstgefertigtes Formular. Straße, Hegestraße. Hausnummer 21. Herwig Macher läuft in seiner Freizeit nämlich durch seine Heimatstadt. Er ist nämlich ein Macher. Ein Macher. Und kontrolliert die Angaben auf den kleinen Inhaberschildern, die jedes Ladengeschäft in Deutschland gesetzlich haben muss. Penibel notiert er dabei alle Informationen sowie die genauen Uhrzeiten und Umstände seiner Kontrollbesuche auf selbst angefertigten Formularen. Wenn ihm dabei irgendetwas auffällt, was nicht zu 100% korrekt ist, das könnte beispielsweise nur die Nennung des Nachnamens der Betreiberfamilie statt der Angabe von Vor- und Nachname sein, ärgert er sich tierisch. Boah, ey, ohne Witz, ich wusste nicht mal, dass man das überhaupt machen muss. So eine Art Impressum auf der Tür ist mir völlig unbekannt gewesen. Also man hat ja Impressumspflicht. Aber dass es bei einem Geschäft auf der Haustür sein muss? Nicht auf der Webseite? Reicht das nicht? Und dabei bleibt es natürlich nicht. Anschließend fordert er die Läden nämlich Boah, Junge, der ist so ein richtiger Mr. Burns, Alter. So ein richtiger Ausgezeichnet. ...zur Korrektur auf. Ist diese 3 Wochen später bei seiner Zweitkontrolle noch nicht erfolgt, verlangt er eine Unterlassungserklärung und den Ersatz seiner Aufwendungen in Höhe von 25 Euro. Um Druck auf die kontrollierten Geschäfte ausüben zu können, hat Herwig Macher sogar extra einen Verein gegründet. Denn wenn die Läden sich seinen Forderungen nicht beugen, übergibt der Verein die Fälle an einen Rechtsanwalt und dann wird es richtig teuer. Obwohl sogar das Bundesverwaltung... Meine Güte, ey. Ich weiß gar nicht, aber Läden haben aktuell sowieso genug damit zu kämpfen, sich überhaupt über Wasser zu halten mit hohen Stromkosten, Einnahmen, beziehungsweise mit den ganzen Mitarbeiterkosten, dann noch die Miete, alles wird teurer, aber die Produkte werden teurer, aber irgendwie die Löhne steigen nicht und irgendwie senkt die Steuern verdammt nochmal. Wirklich, dieses Land geht zugrunde, wenn nicht endlich mal die Steuern für alle Leute gesenkt werden. Das ist nicht einfach aus Egoismus. Einfach die Steuern senken und nicht immer erhöhen, weil gerade erhöht sich jede Steuer und dann braucht man sich nicht wundern, wenn hier nicht mehr erwirtschaftet wird. Rettungsamt die angezeigten Fälle für Bagatellen hält und dem Verein mittlerweile das Recht entzogen hat, Abmahnungen zu verteilen, gibt der Pedant nicht auf und sieht... Oh, dem wurden sogar seine Rechte entzogen dafür. ...sich voll im Recht. Ist das keine Erbsenzählerei, sondern dann ist das die Wahrnehmung eines essentiellen Rechts. Dass es in Schrebergartenvereinen sehr spießig zugeht. Oh ja. Also da hört man immer mal wieder, yo, dein Zaun ist zu groß, yo, dein Ast ragt über meinen Garten hinaus. Ja, der sieht ganz schick aus, der Garten. Mit so einem Einhorn, mit so einem Pool. Der sieht ganz schön aus. Ist zwar ein altes... Und die Deutschlandfahne. Das ist auch etwas, was man sehr oft sieht. Sollte meiner Meinung nach sehr schöne Fahne. Wieso nicht überall? In Amerika hat man es ja auch. Ne? Das Vorurteil,
Allerdings eines, was auffällig häufig zutrifft. Schließlich gibt es nicht umsonst ein Bundeskleingartengesetz, was mehr als exakt regelt, was die Besitzer in ihren Schrebergärten dürfen und vor allem, was sie nicht dürfen. Zusätzlich hat jeder Verein eine eigene Satzung, die noch weitaus schärfere Regeln enthalten kann. Wer einen Kleingarten pachten will, muss erst einmal den Vereinsvorstand von sich überzeugen. In Leipzig herrscht der Vereinsvorsitzende Michael oder der Laubensheriff, wie er auch genannt wird, über alle Parzellen. Und natürlich kennt der Laubensheriff alle Regeln auswendig und prangert jeden kleinen Verstoß bei seinen Kontrollgängen an. Aber wenn ich einen Hoch. Ey! Okay, es gibt Fälle, wo ich sagen muss, Leute, denen man es nicht gönnt, weil sie irgendwie wie ein Anzeigetaubenbeißer auf der Straße gerade eben zum Beladen auspacken. Aber bei so Sachen, da sind vorgeschriebene Regeln und es ist ja eine Gemeinschaft, wo eine eigene Ordnung herrscht. Und wenn da halt Regelverstöße sind, dann ist ja besser, wenn das halt der Boss ermahnt, bevor man die Polizei halt ruft, ne? Und das ist, dagegen habe ich nichts, Leute. Da muss ich sagen, weil wenn dann die Ordnung ist, das ist in den USA auch so, wenn du dann eine Nachbarschaft hast, dann müssen alle Gebäude auf der Straße den Rasen gemäht haben. Alle müssen die gleiche Hausfarbe haben oder irgendwas. Da gibt es gewisse Regeln und wenn die nicht eingehalten werden, ich habe das bei einigen Szenarien gesehen, ja, dann gibt es halt Probleme. Da wird halt eine Berufung eingelegt. Hochbeetmacher. Oder wie man es nennt. Da muss ich doch keine Begonien drinne pflanzen. In ein Hochbeet mache ich Gemüse rein. Keine Begonien. Die Kontrollgänge macht er übrigens jeden einzelnen Tag. Wer beispielsweise irgendeine Pflanze falsch setzt oder wessen Hecke eine falsche Höhe hat, und ja, das wird mit einem speziell angefertigten Messwinkel gemessen. Oh, okay, bei dem, was man anpflanzen im Garten, ist schon streng, ne? Ist schon sehr streng. Bei der Heckenhöhe lässt sich aber gut streiten, das bekommt dann ein Problem. Ja. Dann muss ich natürlich einschreiten. Und muss die halt abmahnen oder anschreiben und sagen, Leute, herkommen, Hecke schneiden. Auf die erste Abmahnung folgt eine zweite und wer dann nochmal auffällt, fliegt aus dem Verein. Schreibt uns bei dieser Gelegenheit gerne mal in die Kommentare. Ganz ehrlich, ich finde es okay, weil das sorgt ja dafür, dass niemand seinen Garten vernachlässigt und alle, das ist so eine Art Gemeinschaftsordnung und das ist cool. Was die größten Spießer sind, mit denen ihr selbst schon mal konfrontiert wurdet. Wir sind gespannt. Kommen wir als nächstes zu einem jungen Mann, der mit seinem fragwürdigen Verhalten seit kurzem im Internet viral geht. Die Rede ist natürlich vom erst 18-jährigen Niklas, der sich selbst Anzeigenhauptmeister nennt. Der Name ist dabei Programm. Weil Niklas gerne Parksünder jagt, streift er hobbymäßig mit seinem Fahrrad in einer Art Uniform durch die Gegend und dokumentiert jegliche Verstöße, die ihm auffallen. Und dabei kennt der Teenager keine Gnade. Der parkt auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Was bedeutet das? Boah, ich könnte jetzt so sagen, dass der mich an einen alten Schulkollegen erinnert. Nicht vom Verhalten her, sondern vom Aussehen. Aber ja, man muss aber dazu sagen, dass gewisse Gehwege, wie jetzt zum Beispiel hier bei dem Auto, der steht ja auf der Straße. Normalerweise darfst du ja parken, das hier muss 2,5 Meter Platz sein, damit da ein Auto rüberkommt. Der macht das so okay. Aber hier muss dann gleichzeitig 1,5 Meter Platz sein, aber der Gehweg ist nicht 1,5 Meter breit. Wie wäre es, wenn der Anzeigenhauptmeister dann mal lieber hier den Bauherrn oder sowas verklagt, weil hier der Gehweg nicht breit genug ist, dass sich zwei Passanten hier entgegenkommen können? Wobei ich sagen muss, ich gehe ja, wenn ich auf die rechte Seite gehe, nach vorne, dann gehe ich auf der rechten Seite. Und wenn ich von der anderen Seite komme, dann gehe ich auf der Seite. Aber da ist auch eine Baustelle. Und die ist ja auch eine Behinderung, ne? Vielleicht kann man die Baustelle ja auch anzeigen. Wenn ich jetzt hier langlaufe, ich werde dadurch behindert. Kann ich ja mal demonstrieren, dass die Behinderung verwirklicht ist. Dann mache ich das nämlich immer mal ganz gerne so, stelle ich mein Fahrrad einfach ab. Laufe ich jetzt als Fußgänger hier, muss jetzt einmal drumherum ums Fahrzeug und schon. Boah, Leute, diese Lücke zwischen den Autos ist auch echt schmal. Da passt kein Mensch dazwischen. Holy moly. Dann haben wir die Behinderung verwirklicht. Der gerade gezeigte Verstoß kostet laut Niklas beispielsweise 70 Euro Strafe und einen Punkt in Flensburg. Die Strafen kann der 18-Jährige zwar nicht selbst verhängen, aber er würde sich natürlich nicht Anzeigenhauptmeister nennen, wenn er nicht alle Verstöße ganz korrekt anzeigen würde.
Mittlerweile hat der Jugendliche insgesamt unglaubliche 4000 Anzeigen erstattet und gibt selbst stolz an, dass er für verschiedene Städte so schon über 140.000 Euro an Bußgeldern erwirtschaftet habe. Und das ist eine Lüge, weil man sieht, dass gefühlt, glaube ich, 96% der Anzeigen, die er erstattet hat, abgelehnt wurden und bei den meisten nicht einmal ein Verfahren eingeleitet wurden. Und das heißt, wenn dann Verfahren eingeleitet wird, dann sind da behördliche Kosten, die auftreten. Im Endeffekt hat er irgendwas von 900 Euro oder sowas wirklich erwirtschaftet. Und die Kosten, die er aber gleichzeitig erwirtschaftet hat, sind höher als die Einnahmen. Das heißt, der Typ verschwendet unsere Steuergelder und verschwendet eigentlich seine Zeit. Die Angezeigten sind, wenig überraschend, nicht so begeistert vom ungewöhnlichen Hobby des Anzeigenhauptmeisters wie er selbst. Willst du nicht mal Arbeit suchen oder so? Hab ich. Echt? Ja. Na, ganz ehrlich, der Typ sollte mal Bäume pflanzen. Dann hat er was Sinnvolleres gemacht. Einfach mal ein paar Bäume pflanzen. Wobei, ist das ja erlaubt? Darf man das? Ist das auch verboten? Mach dich ab, du Vogel. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Du Vogel. Vogel ist keine Beleidigung. Also laut dem Definitionsrecht darfst du auch Vogel sagen, du darfst Depp sagen, das ist keine Beleidigung. Wenn Niklas beleidigt wird, verklagt er die Leute auch gerne mal zivilrechtlich auf Schadensersatz. Laut ihm kommen dabei mal 50 oder mal 100 Euro zusammen. Keine großen Summen. An seinen Anzeigen wegen Verkehrsverstößen verdient er übrigens auch keinen Cent. Wer nun denkt, dass immerhin seine Heimatstadt dem 18-Jährigen für seine, nun ja, ehrenamtliche Arbeit dankbar ist, liegt übrigens komplett daneben. Denn selbst der Bürgermeister bezeichnet das Hobby des Anzeigenhauptmeisters als Unfug. Außerdem wirft er ihm vor, dass er die öffentliche Ordnung provoziere und das Ordnungsamt flute. Zudem käme nur bei einer Handvoll Anzeigen überhaupt etwas raus. Genau. Daher will der Bürgermeister ihn nun auch stoppen. Oh. Warum war da kurz Buxtehude zu sehen? Warte mal. Warum war da gerade kurz Buxtehude? Oh Junge, das Schild sieht ja richtig dreckig aus. Ihr habt noch nie ein dreckigeres Schild bei der Deutschen Bahn gesehen als in Buxtehude. Eieiei, das heißt nichts Gutes. Auch stoppen. Während der Musiker Finch, dem Anzeigenhauptmeister, der den Rapper übrigens auch schon angezeigt hat, mittlerweile sogar einen eigenen Song gewidmet hat, gibt es im Anzeigengame eigentlich jemanden, der diese Ehre weitaus mehr verdient hätte. Denn über die gerade einmal 4000 Anzeigen von Niklas kann der Frührentner Knöllchen Horst vermutlich nur müde lächeln. Knöllchen Horst. Der Niedersachse soll nämlich alleine zwischen 2004 und 2017 56.000, ja, ihr habt richtig gehört, 56.000 Anzeigen erstattet haben. Alter. Ey, Junge. 56.000. Junge, das sind mehr Anzeigen, als ich Spielstunden in meinem Leben habe, glaube ich. Der ehemalige Taxifahrer begann direkt mit dem Beginn seiner Frührente mit seinem schrägen Hobby und sorgte damit in seiner Gemeinde über Jahre für Ärger. Weil er hat wohl auch schon bei manchen Supermärkten schon Hausverbot, weil er da Besucher, die da einkaufen wollten, Knöllchen verpasst hat. Was? Okay. Und also, ich glaube, der braucht mal wieder eine Frau. Oh, shots fired, Alter. Was eine Frau, ey. Die hat's drauf. Tatsächlich musste die Stadtverwaltung damals sogar extra eine neue Mitarbeiterin einstellen, nur um die unglaubliche Anzeigenflut des Frührentners bearbeiten zu können. Bundesweit bekannt wurde Knöllchenhorst übrigens, als er sogar einen Rettungshubschrauber der Lokalzeitung meldete, der bei einem Einsatz im Parkverbot landete. Der Rettungshubschrauber stand auf der Bundesstraße. Das ist doch völlig egal. Junge, lern mal Jura. Wenn eine Feuerwehr da ist, muss für die absolute Priorität sein, freihalten. Und die dürfen stehen, wo sie wollen. Der Noteinsatz ist im Verkehrsrecht das absolut Wichtigste, dass der da stehen darf, wo der möchte. Und wenn da jemand mal blockiert wird, dass der mal für ein paar Minuten zu spät kommt, wo auch immer, es ist egal, wenn es um eine lebensrettende Maßnahme sich handelt, dann ist das die Priorität. Und nicht, dass ein paar Euro flöten gehen, weil man da 30 Minuten zu spät kommt. Also Junge, der Typ, der ist ja noch schlimmer als der Anzeigenhauptmeister. Auf dem Gehweg und im eingeschränkten Haltverbot. Diesen Vorfall will er zwar nur als Scherz verstanden haben, allerdings nahm das Hobby des Frührentners kein gutes Ende für ihn.
Ein Blick auf die Vorkommnisse in Kurzform zeigt, was vielleicht auch dem 18-jährigen Anzeigenhauptmeister irgendwann drohen könnte, wenn er seine Tätigkeit nicht einstellt. Irgendwann wurden nämlich nur noch 30 der jährlich etwa 5000 Anzeigen von Knöllchenhorst bearbeitet. Er wurde zudem wegen mehrerer... Wahrscheinlich wegen der Glaubwürdigkeit. Weil man ja schon die Vorvermutung hat, dass die Anzeige immer Quatsch ist. Und das führt dazu, dass eine echte Anzeige, die mal wirklich kommen würde, nicht seriös genommen wird, weil er halt zu viel das ausgenutzt hat. Also entweder das oder ich bin dafür, dass wenn man halt zu viele Anzeigen, die ins Leere verlaufen, macht, dass man dafür selbst eine Anzeige kriegt, wegen Anzeigenmissbrauchs. Falschanzeigen zu einer Geldstrafe verurteilt. Oh, okay, cool, machen die sogar. Und musste eine Missbrauchsgebühr und eine Strafe wegen Datenschutzverstößen zahlen. Okay, okay, cool, das wusste ich nicht, dass es das gibt. Außerdem hat ihm das niedersächsische Oberverwaltungsgericht offiziell bescheinigt, ein Denunziant zu sein und geurteilt, dass er mit seiner denunziatorischen Tätigkeit die Behörden nicht zwingen könne, seine Anzeigen zu verfolgen. Zu allem Übel muss der Mann mit dem Hass seiner Mitbürger leben und es wurden sogar Steine auf sein Haus geworfen. Also wirklich, du bist der unbeliebteste Mensch deiner Stadt. Die Behörden nehmen dich nicht ernst. Du musst eine Geldstrafe zahlen und wirst als Denunziant bezeichnet, also als Petze. Also, das ist ja quasi dieser Typ von Disneys große Pause. Der auch alles aufschreibt, der sieht so aus. Das gibt eine Anzeige. Ganz zum Schluss kommen wir nun noch kurz zu einem ganzen Verein von extremen Pedanten. Zumindest wird der Verein Deutsche Sprache e.V. von vielen Menschen als extrem pingelig und gleichzeitig als aggressiv und sogar teils als nationalistisch angesehen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Denn während für die meisten Leute ein Verein zur Wahrung der deutschen Sprache wohl kein Problem darstellen würde, übertreibt der VDS es einfach völlig und duldet keinerlei fremde Einflüsse im Deutschen. Tatsächlich verleiht der Verein sogar jährlich den Negativpreis Sprachpanscher des Jahres. Den bekam unter anderem schon Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, für, Zitat, mangelnde Nutzung der Muttersprache. Okay, weil sie nicht genug Deutsch spricht? Sie ist ja in der EU tätig, in Brüssel. Und da spricht man, glaube ich, kein Deutsch. Also man kann, weil das ja mit Dolmetschern übersetzt wird, aber damit man sofort verstanden wird, sprechen die meisten auf Englisch. Die Tagesschau für die Verwendung von englischen Begriffen wie Lockdown oder Homeoffice. Oh ja, okay. Okay, ich muss jetzt was aus dem Nähkästchen plaudern, weil ihr könnt es nicht wissen. Bei uns in Polen. Ich wohne da nicht, ich komme da nicht her, meine Eltern kommen aber daher. Ich komme immer zu meiner Großfamilie dahin. Bei uns gibt es keine englischen Wörter. Aber man spricht sie aus. Wenn man Weekend sagt, das ist ein polnisches Wort. Die haben es einfach anders geschrieben, dass es in der polnischen Grammatik so ausgeschrieben wird, wie es auf Polnisch ausgeschrieben wird. Das heißt, Weekend wird nicht mit W-E-E-K-E-N-D geschrieben. Ich zeige euch mal, wie es auf Polnisch geschrieben wird. Okay, schlechtes Beispiel, Leute. Es wird genauso geschrieben, aber ich zeige es euch, es gibt keine Übersetzung dafür. Es gibt für Weekend nicht gleichzeitig Wochenende. Bei uns im Deutschen kannst du ja jedes Wort auch auf Deutsch sagen, anstatt wie nennt man das jetzt als Beispiel? Klar, Weekend hast du Wochenende, dann gibt es aber auch andere Wörter. Jetzt fällt mir gerade schwierig ein Beispiel ein. Da hast du das eben, also in Polnisch ist jedes englische Wort, so wie es ausgeschrieben wird, hat keine Übersetzung. Das heißt, es ist schon fest integriert. Wie es erstellt wurde, ich habe keine Ahnung. Aber bei uns gibt es dann sowas wie Lockdown, Homeoffice. Und jetzt google ich mal, was Homeoffice auf Polnisch heißt. Wenn die jetzt auch Homeoffice schreiben, Domowe Biuro, okay, zu Hause Biuro, ne? Homeoffice sagt man in Polen aber in der Regel nicht. Und Lockdown heißt bei uns auch Isolatia einfach, ne? Also Isolation. So wie ich das halt kenne, in Polen ist es so, dass die Wörter, wie gesagt, ne, bei Weekend ist es echt komisch. Ich habe Weekend aber eine ganz andere Beschreibung. Ich dachte, es wird mit W-I-K-I-N-D geschrieben einfach. Wahrscheinlich eher nicht. Oder der Deutsche Turnerbund für das gedankenlose Übernehmen englischer Begriffe. In diesem Sinne. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte zum Deutschen, ja, es wird immer mehr englischfiziert, sozusagen.
Früher war das vielleicht nicht so. Ihr kennt ja vielleicht auch mal mit der Capri-Sonne. Die heißt jetzt nicht mehr Capri-Sonne, sondern Capri-Sun. Twix hieß nicht Twix, sondern Rider. Und immer weiter solche Sachen, dass sich halt diese Begriffe immer mehr internationalisieren. Habe ich da aber persönlich was gegen? Eigentlich nicht. Aber wenn man so in den deutschen Sprachgebrauch reinkommt, dann merkt man das erst, wenn man so eine Challenge macht. Versucht mal 60 Sekunden lang keine englischen Wörter zu sagen. Erst dann merkt ihr, wie viele englische Wörter ihr eigentlich in eurem Begriff benutzt. So wie cool ist nicht deutsch, ja? Wenn euch dieses Video über die extremsten Pedanten Deutschlands gefallen hat, lasst... Oh ja, auf jeden Fall ein nices Video. Und ja, Leute, was lernen wir daraus? Seid nicht extreme Pedanten wie der Anzeigenhauptmeister oder der Knöllchen Harald oder wie er heißt, Knöllchen Gerald, Günther, weiß ich nicht, wie er hieß. Dann lasst einen Daumen nach oben da und ihr seid schon mal besser als der Anzeigenhauptmeister, weil mit einem Like, ein Like gegen den Hauptmeister. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und ciao.